über 100 Jahre alt. Im Kaukasus soll es ja bekanntlich die ältesten Menschen der Welt geben. Eine Karatschai-Schönheit lächelt für die Kamera, sogar ohne Gage. Während den Frauen die Feld- und Hausarbeit obliegt, wozu auch das Flicken der Schuhe gehört, kümmern sich die Männer um die Jagd und die Pflege ihrer Waffen. Darin haben sie viel Geschmack und Kunstfertigkeit entwickelt. Der größte Ort des Tales heißt Uch Kulan. Für diese Menschen hier sind wir natürlich eine Sensation. Kein Anlass, um sich festlich zu kleiden. Unsere besondere Zuneigung allerdings gilt dem Zamperl, einem Bärenbaby, das wir als Maskottchen mitführen. Nur beim Flöhefangen können wir ihm nicht behilflich sein. Wie in allen weltentlegenen Gebirgsgegenden sind auch hier die Wohnstätten der Menschen so einfach und anspruchslos wie sie selber. Und wo sie, wie man sieht, auch glücklich und zufrieden leben. Umso beachtlicher, ja oft sogar rührend, ist bei all ihrer materiellen Armut ihre Gastfreundschaft jedem Fremden gegenüber. Zuerst kommt der Gast, bevor man an sich selber denkt. Am nächsten Morgen brechen wir auf in die Hochwelt, wobei alle verfügbaren Ochsenkarren der Eingeborenen unseren Nachschub übernehmen. Und wieder gesellen sich zu uns zweibeinigen Eseln die vierbeinigen, die bis zu 50 Kilo tragen. Wenn aber so ein Viecherl mal nicht mehr mag, keine Feuerwehr ist in der Lage, es weiter zu bewegen. Da hilft nur Geduld und Warten, bis es dem langohrigen Spitzbuben gefällig ist. Eine Mentalität, die uns Oberbayern, Schwaben und Allgäuern durchaus nicht fremd ist. Vor uns liegt der Ursprung des Kubanflusses, dessen Wasser aus den Gletschern fließen. In 2000 Meter Höhe liegt die Alm Kitschkini. Die Hirten, die noch wie vor Jahrhunderten die Spindel verwenden, umstehen, bewundern und helfen uns. Sie halten uns für Touristen, die ein Nachtlager benötigen. Eine Expedition durch fremde Länder, die nicht die Eingeborenen zu ihren Freunden hat, ganz gleich wo auch immer in der Welt, ist zum Scheitern verurteilt. Was haben wir da für ein Glück? Natürlich liegt das auch an uns, nicht nur an den anderen. Und was wollen wir mehr? Aller Komfort ist vorhanden, Brennholz zum Kochen, fließendes Wasser zum Trinken und Waschen, wenn auch nicht gerade warm. Und sogar eine offene Heizung im Hotelzimmer, deren Rauch durch ein Loch im Dach abzieht. Und beim Schmauchen des gewohnten Pfeifchens wandern die Gedanken weit zurück in die Heimat. Schmelzwasser, die über die Felsen herabbrausen, künden von den nahen Eisregionen und singen uns ihr vertrautes Lied. Vorbei an ausgedehnten Rhododendron-Stauden geht es, manchmal auch auf einem geliehenen Pferd, aufwärts, bis zur sogenannten Märchenwiese, ein von uns erfundener Name, von der aus wir zum ersten Mal den Elbrus zu sehen bekommen. In 2800 Meter Höhe schlagen wir unser letztes Lager im Uch Kulan-Tal auf, wo wir zur Akklimatisierung 2 Tage verharren. Die Zeltplanen werden zusammengeknüpft. Jeder macht, was ihn freut. Einer rasiert sich, wahrscheinlich in einem Anfall von Zivilisation. Andere passen die Steigeisen an, die wir bald brauchen werden. Ja, und einer versucht sogar, in Ermangelung von Nähzeug auf diese Weise den Löchern in seinen Strümpfen Herr zu werden. Alles geht, wenn es gehen muss. Na also, am dritten Tage müssen wir schweren Herzens unser luxuriöses Domizil
wieder abbrechen. Fortan haben wir es ohne Weg und Steg mit der Wildnis des Hochgebirges zu tun. Mit Tragtieren geht es über endlose Geröllhalden zum Hotjotau-Pass hinauf. Dabei darf der Edelweißwimpel der Division nicht fehlen.